Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gaming. Aber Leute, ich habe mal ernst überlegt. Wir werden hier noch ein bisschen rumfahren und gucken, ob wir noch Leute auf der Straße, noch Dealer finden, Leute. Werden wir noch so ein bisschen rumfahren. Und zu gucken, ob noch irgendwo Straßendealer rumhängen. So ein bisschen, wenn wir zum Weg fahren. Aber es sieht nicht danach aus, dass noch viele dass viele noch da rumlaufen. Aber ich denke, schaffen wir den Typ noch, wenn wir auf der Straße sind, Leute. Ja. Nix. Ich brauche nur ein bisschen Geld von dir. Und natürlich eine Schussweste.
Ganz ruhig alle, wir müssen hier ruhig bleiben. Okay Leute, jetzt können wir oh nein, das sind die Polizei, alter Schwede. Wir müssen noch ein bisschen warten, Leute. Weil jetzt kann es ein bisschen die Problematik geben, finde ich. Hopp, hört auf, geht weiter. Ja, endlich geben die auf. Allein die hier ein Drogenlabor. Wow. Alter Schwede. Okay Leute, mehr Hand, aber ich glaube, uns fehlt trotzdem noch.
Okay, wir müssten noch, wir bräuchten noch, glaube ich, noch ein bisschen Geld. Aber ich weiß halt nicht. Wo es noch was zu geben ist. Weil wir haben, glaube ich, noch so die Schadenssumme haben wir. Weil die Schadennummer haben wir noch nicht erreicht, Leute. Und das ist, glaube ich, das große Problem, Leute, wir haben. Es fehlt, glaube ich, nur noch so 1,8. Ich weiß das zu schätzen. Und ich jetzt sage, Leute, wir suchen ihn jetzt ein bisschen auf, Leute. Wir fahren jetzt noch ein bisschen rum. Und mal schauen, ob man noch einen roten Auf, so einen Rot. Und schauen, ob man irgendwo noch einen so einen Lieferwagen finden, Leute. Ob man irgendwo noch einen Lieferwagen findet. Dann fahren wir jetzt noch ein bisschen rum. Weil ich habe ja mal eine Karte, aber den hätte man folgen müssen, wo man die Mission vor. Ich mir viel mal kein rotes Auto mehr. Das wäre natürlich gut gewesen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, fahren wir mal darüber zu ihm. Vielleicht sehen wir ihn, sieht man den ja in der Nähe noch. Wenn nicht, dann müssen wir halt zum ersten Mal nicht die Schadenssumme erreicht. Wenn die zum ersten Mal nicht erreicht. Wir müssen nur ein rotes Audi immer finden. Und das folge. Leute, hier ist was. Leute, wir haben. Denn die wollte ich suchen, Leute. Denn.
Okay. Ganz ruhig. Ich muss alles weg, ich muss es wegbringen. Mir Hände gepackt, Leute, mir ha. So, Leute, wir haben jetzt wieder alle Scharten um. Mir Hände gepackt, wir sind wieder dabei. Wir haben wieder keine Story, wo man keine Story, keine Mission ohne die Schadensumme bleiben. Weiter Schadensumme frei, Leute. Und so, jetzt gehen wir zu Big Jim McCormick. Und jetzt können wir ihm was sagen, dass er es mir hingekriegt haben. Was er nie hinbekommen hat. Man hört zur Zeit viel von toten Dealern. Und wer es nicht ist, wird endlich gesprächig. Die sagten doch, dass Tom sein Zistern unter dem Big Mouth Jasper. Erwarten Sie nicht, dass ich ihn mit einer Festnahme davonkommen lasse. Wenn ich ihn festnehmen wollte, hätte ich sie hier gar nicht mitspielen lassen. Justitia ist vielleicht blind, aber blöd sollte sie nicht auch noch sein. Gehen Sie und tun Sie, was immer Sie vorhaben. So läuft's, Detective. Sie haben also das Hippie-Arschloch Gaston gekriegt. Kümmern Sie sich jetzt um ihn? Ja, ich ja.
bin mal gespannt, wie viele Gegner er hat, Leute. So bin ich jetzt Aber Leute, Doc Gaston werden wir erst beim nächsten Mal konfrontieren. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.